Hallo und herzlich willkommen zurück in Life in the Woods. Ich bin der Kumpel und hab euch wieder den Schwarznasen. Hi ho! Und den Groschi. Moin! Und eine ganze Menge Skelette mitgebracht. Lauf, Forrest, lauf! Meine Wenigkeit liegt im Bett. Wo seid ihr beiden? Ich komme. Ich komme. Aber du weißt doch, es ist immer besser, wenn man später kommt, als wenn man zu früh kommt. Also nach dem Satz frage ich mich jetzt, wie viele Zuschauer sich gerade gefragt haben, wann der Schlag kommt. Wieso hat er halt gesagt? Ach, halte Gusch. Hab ich das gesagt? Ja. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Zu was? Zu mir, aber ich bin im Bett und wo seid ihr? Halte Gusch. Ich glaube, die Zuschauer waren noch von meinem zu frühen Kommen abgelenkt. Huch. Au. Au. Hey. Was ist passiert? Voll batscht. Aber lenk mich nicht ab, Hase. Ich bin gerade voll fett im Machen. Ach, aber dich ablenken. Ich mach gerade voll das Hardcore-Essen. Der ist voll der fette Macher, unser Groschi. Aber sowas von. Das muss ich echt mal respektvoll sagen. Ich esse jetzt erstmal hier mein vergiftetes Zombiefleisch, weil es muss ja eh weg. Warum ist denn die Tür offen, Leute? Weil draußen Tag ist. Außerdem war es von der Nacht ziemlich muffig. Ich glaube, irgendeiner von euch hat gestern Bohnen gegessen gehabt. Da siehst du. Wusste ich doch gleich. Hat man doch gerochen. Seid froh, dass ihr kein Geruchs-YouTube habt. Wah, was bist du denn? Schon wieder so eine Scheiße hier. Aber dass ich weiße Bohnen gegessen habe, ist schon ein bisschen länger her. Na ja. Böhne, komm da raus, danke. Du kannst es ja auch nicht gewesen sein. Du bist ja ein Mädchen. Mädchen pupsen ja nicht. Hast du eine Ahnung? Oh, die Megapack-Pflanzen wachsen jetzt wirklich. Wie geil, das Update hat's gefixt. Da kann ich dir noch was Neues in die Kiste stecken, Kroschi. Und zwar blaue Heidelbeeren. Guten Appetit. Oh, Blaubeeren! Was reimt mir denn hier für ein komisches Döns alles zusammen. Ich liebe sie. Was soll das? Mach jetzt vernünftig, Groschi. Hörst du? Weißt du, die ablenken sie jetzt durch. Ja, genau. Zieh durch, die Line. Hallo. Ich wollte das hier noch wegbringen. Kann man Knochen eigentlich auch reinpacken? Schade. Wäre irgendwie lustig gewesen. Mach das hier noch was. Die Blaubeeren schmecken lecker. Das ist gut. Die haben jetzt auch ganz schön Zeit zum Reifen gehabt. Ja. Pass auf, dass du davon nicht beschwipst wirst. Nö. Meine Wenigkeit doch nicht. Naja, stimmt. Oh! Ah, da kommt der Sache dichter. Wir kommen der Sache dichter. Ich habe das Gefühl, hier gräbt irgendjemand. Ich nicht. Aha. Damit wissen wir, wer da gräbt. Ich nicht. Grubengrabgerät? Mit dem Grubengrabgerät? Wer anderen eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät. Das stimmt. Oh! Du hast das Grubengraben industrialisiert, ne? Nein. Aber wir müssen mal jetzt über die Schweinegrube spannen. Warum? Was fällt da noch rein? Ein Monster? Nein, ich bin reingeplumpst. Hat er doch gesagt. Jo. Au. Oh. Müssen wir doch nicht hauen, wenn ich was sorgfältig hier in Crafting-Dingens-Gedöns eingeben. Ich kann dich schlagen, wann immer ich will. Nein. Doch, physikalisch ist einfach die Gegebenheit da, Groschi. Das ist das Problem. Also deins, nicht ihrs. Ja, ich bin so dabei. Dabei, Shajun. Dabei. Nicht dabei. Hi. Hi. Das ist dabei. Alles prima. Roggenpflanze, jetzt habe ich mich hier verpflanzt. Wieder mal. Mach ich jetzt wieder raus, ne? Wo gehört denn der Roggen hin? Das Hafer? Dann muss der Roggen da hinten sein. Da habe ich überhaupt keinen Platz hier für so viel Roggen, wie ich jetzt hier in der Hand habe. Der Fänger im Rogen. Rogen sind schon wieder was
anderes. Hat das nicht was mit Fischeiern zu tun? Ja. War es dann am Ende doch der Fänger im Roggen? Ich habe das Buch gelesen, aber ich kann mich nicht erinnern. Das war über einen Serienmörder. Oh. Sagst du? Was ein Serienmörder? Was sexy? Hä? Oh Gott, Hilfe. Wenn du das sagst? Ja, das ist voll der Abturner, ja. Das ist meine Axt kaputt wird. Ja. In freudiger Erwartung eines Serienmords ist ihre Axt kaputt gegangen. Du musst den richtigen Winkel. Dabei habe ich mich gerade bei an Groschi rangeschlichen. Zeig dir den richtigen Winkel. Hier brennen die Nachbarn. Sind sie schon wieder Feuer und Flammen? Sind Feuer? Di-du-di-du-di-du-di-du. Was war das jetzt? Die Feuerwehr. Oh, okay. Das hätte ich jetzt nicht so geahnt. Ich hätte dich eher dem SEK zugeordnet, ehrlich gesagt. Oh. Beziehungsweise hätte ich eher vermutet, dass du es bist, der Feuer... Also, dass die Feuerwehr Arbeit hat, ne? Dass du nein, so als ABM so ein bisschen mal... Ne? Nee, sowas würde ich nicht machen. Ich habe früher mal gekokelt. Ja, ja, nee, vor allem, ne, du, wenn du ein Feuer legst, würdest du sicherstellen, dass dabei auch Menschen umkommen. Natürlich, alle Türen und Notausgänge verrammeln und verriegeln. Das habe ich mir gedacht. Sie heißt Sicher nicht umsonst. Ist ja, sie heißt nicht umsonst, das schwarze Hase. Safety first. Sie ist der Teufel. Ja, ich wollte es essen. So, jetzt möchte ich Groschi seinen Weizensamen. Denn der beste Weizensamen ist der vom Groschi. Oh, das ist ein hübsches Holz. Da sind Weizenkörner, genau die meinte ich. Ich wusste, die sind hier irgendwo. Tschüss. Nein, Schweine diesmal nicht. Heute nicht. Und gestern durften sie, oder was? Aber nur ein bisschen. Okay. Ja, wenn du die zu sehr verwöhnst, dann wollen die immer. Oh, wie fies. Kann man ja gar nicht stacken. Weizen. Weizen. Ich hab mir jetzt vielleicht als... Weizen. 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 Das ist übrigens japanisch. Weizen. Nee, chinesisch. Oh, Entschuldigung. Hallo, Huhn. So, wo ist denn unser Flitzekumpel? Der kommt jetzt wieder runtergerannt, weil er was für den Kompost hat. Mein Bambus? Nein. Nein, nein. Ich fürchte den Zweig der Vergeltung. Gott. Ja, der macht mir Angst. Hallo, Groschi. Essen, wenn du fast am Verhungern bist. Okay. Wenn du das sagst, dann herzhaftes Frühstück. Wie geil. Njam, 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 njam. Geh mal mit dem Mauszeiger rauf und drück Shift. Shift? Boah. Oh. Der direkte Vergleich mit dem Weintrauben ist krass. Seht ihr das? Trauben? An halben oder so. Und das hier? Boah. Krass. Einfach krass. Ach, weg damit. Was soll's denn? Das nenne ich doch mal ein Frühstück. Ja, stimmt. Nur was macht Brot? Brot ist ein bisschen besser. Das ist wirklich ein Frühstück. Also auch so im Verhältnis mit, Vergleich mit Brot. Vielleicht könnte man hier Kaktuspflanzen anpflanzen. Das wäre vielleicht eine Idee. Was bist du denn? Du Restepiste. Blaue Heidelbeeren. Aber noch nicht. Schon irgendeine fertig davon? Nein? Gut. Schade, schade. Schade, schade. Stehen der Tür, kann das sein? Ja. Was wollte ich gerade? Ach, Sand. Sand hatte ich da drüben reingepackt. Oh, braucht man hier für jeden Furz Tropensetzlinge? Ah, nee, für den Kirschbaum nicht. Meinst du, man braucht zum Furzen Tropensetzlinge?
Ja. Okay. Ja. Aua, meine Ohren. Das ist mit mir durchgegangen. Ja, ich hab's gemerkt. Es tut mir auch ein bisschen leid. Ja, ein bisschen. Wenn es mehr als nur ein bisschen wäre, würde ich mir Sorgen machen und würde vielleicht einen Arzt holen für dich. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Bin ich dunkel? Ja, gleich. Ich muss hier noch kurz, aber dann komme ich. Ganz ehrlich, man braucht ein Lebensmittellager und man braucht ein Lager für Lebensmittel aus Lebensmitteln. Und dann braucht man nochmal ein Lager von Essen aus Lebensmitteln. Mhm, soweit so klar. Und eventuell sogar noch ein Lager für extra Zutaten. Soweit so klar. Also das heißt, ich baue jetzt einen Wolkenkratzer, was eigentlich nur ein Lager ist. Mein Sand. Bin im Bett. Also guck hier, in der Kiste ist Happy drin. Aber das, was da drin ist, nur Essen, wenn du kurz am Verhungern bist. Okay. Sonst bist du die erste Minecraft-Figur, die rund wird. Yeah. Oder es macht einfach nur Puff. Boah, das wäre irgendwie voll niedlich, wenn du sie schwängern könntest. Was? Ja, so mit Minecraft-Babys dann. So ein bisschen Sims-artig, weißt du? Hallo? Ja, ich finde das süß. Habe ich da auch noch was mitzureden? In Minecraft nicht, in Wirklichkeit natürlich. Ah! Wo ist denn der Puppi? Was ist denn los mit dir, Junge? Was ist denn hier eigentlich mit dieser einsamen Kaktusfrucht, die hier so vor sich hingammelt? Wann kann man die denn... Warum hast du hier jetzt riesige Kakteen hingepflanzt? Das ist mal eine Minute nicht da und der Hase hat schon wieder die Kaktusfeigenfruchtplantage befruchtet. Wisst ihr, was viel schlimmer ist? Was? Wir sind überlagert. Überlagert? Ja. Meinst du, uns droht jetzt ein Burnout oder wie äußert sich das? Ich werde nicht mehr alles los. Okay. Wir brauchen unbedingt noch mindestens 3 weitere große Lager. Das erklärt langsam, warum der Herr Kronk da diese riesige mit Glasböden und sonst wie hat, ne? Und wir müssen in den Nether, dass wir endlich eine Automatik drin kriegen. Oh, scheiße, wir brauchen Diamanten, ne? Ja. Also? Höhle? Der geht runter anschaffen? Naja, tendenziell kann ich das auch tun. Oh, die Kiste ist auch voll. Ich hol dir mal ein bisschen Müll raus, der sich hier so angestaut hat. Wir benötigen eine Schweineabdeckung. Lauf doch da einfach nicht hin. Das sagst du so einfach. Ja. Das sagst du so einfach. Süß. Was ist das? Ach, das waren die Weizenkörner, die wollte ich kompostieren, die waren über. Ich bin ein Weidenkletterer. Was bist du? Ein Weidenkletterer. Oha. Sie schwingt sich von Baum zu Baum. Hui. Hui. Schlimm ist, ich habe jetzt auch überhaupt keine Übersicht mehr, was unser Lager betrifft. Das ist in der Tat schlimm. Die Setzlinge kommen viel schneller runtergefallen, habe ich das Gefühl. Achso, das hätte ich da oben reinstecken können. Oder sortiert er das von selbst ein? Nee, ich sortiert jetzt weg. Achso, ich dachte, du hättest es schon so gebaut, dass es selbst sortiert. Nein, deshalb müssen wir ja in Nether. Achso, ja, okay. Was kann ich denn hier noch an Obst und Gemüse mitnehmen eigentlich?
So als Ration für die Höhle. Ich hab doch jetzt extra Frühstück gemacht. Ja, eins. Du meinst, mit einem Frühstück ist es getan? Nein. Siehst du? Ist doch noch mehr Frühstück. Oh. Aber die kann man nicht stacken, oder wie? Nein. Oh, schade. Ah! Eine Tischkante festgeklebt. Dann packe ich mir jetzt mal zwei Frühstücks in. Zwei Frühstücke? Sagt man das so? Zwei Frühstücke. Zwei Mahlzeiten? Zwei Frühmahlzeiten packe ich mir jetzt ein und dann hätte ich gerne noch irgendwelche Bärchen oder so, die ich so aus der Hand futtern kann zwischendrin. Was haben wir denn viel? Ich glaube, wir haben viel Candleberries, ne? Die sind ja gewachsen wie Unkraut. Komme ich denn da dran? Ein Rechtsklick drauf. Tu ich ja. Kommt aber nichts raus. Linksklick. Da habe ich Angst, dass ich was kaputt mache. Nein, mach einfach. Du musst den kreativ machen. Aha. Da. Das ist schon mal eine kleine Portion. Ach, ich nehme noch mehr von denen. Alle. Hab ich jetzt? Hä? Alle. Oh, alle. Dann tue ich sie wieder rein. Wieder so? Ups. Jetzt habe ich sie alle wieder. Oh. Hä? Jetzt sind noch 9 drin. Ja, genau. Ich wollte einen Stack haben. Okay. Haben wir noch irgendwo Kartoffeln, die ich mir braten kann? Die sind nämlich auch super. Da, ne? So. Dann nehme ich mir nämlich auch noch ein paar gebratene Kartoffeln mit. Ganz einfach. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Himbeeren. Ist auch ein bisschen verwirrend jetzt hier mit die anderen Namen. Und das ist kurios, wenn ich das sage, dass mich das Englische schon mehr gewohnt war als jetzt das Deutsche. Ja, das ist verwirrend. Das ist also, ich meine, das ist wirklich verwirrend. Wenn man jetzt plötzlich, da gewöhnt man sich ans Englische und dann plötzlich hat man es Deutsch, das ist komisch. Das ist so. Also es ist auch ganz normal, dass das so ist. Ich meine, ihr könnt es ja umstellen auf insgesamt Englisch, aber nee. Nee, das will ich auch nicht. Bei Facebook damals, wir haben mal viel Cartown gespielt, da war es Englisch. Und dann haben die es umgestellt auf Deutsch, dann kam die Übersetzung und keiner kam mehr klar. Keiner wusste mehr irgendwie, was Pisten sind, weil das sind zwar Kolben, aber das hatte keiner mehr so präsent. Und dann, das war so total skurril, da hatte man die ganzen Autofachbegriffe gelernt auf Englisch und dann plötzlich war alles Deutsch und man kam nicht mehr mit klar. Das war irgendwie cool. Ach, das ist hier dieser Hase-Schreckschacht. Du würdest es ein Lichtschacht nennen, ne? So, also ich habe hier meinen Dings. Ach, die Weizenkörner, die wollte ich in Kompost tun, siehst du? Ihr werdet mich niemals finden. Suchen wir dich dann? Das ist der springende Punkt, Hase. Sucht ihr mich? Nein. Oh. Warum sollen wir dich denn suchen? Was treibst du denn, dass wir dich suchen sollen? Ach so, das. Ist schon gut, dass wir 3 Personen sind und du sagst, ich sehe dich. Ich kann nicht zoomen. Warte mal kurz, ich muss hier was einstellen. Da fiel mir was auf. Also so, das ist hier zum C. Danke. Warte, Hase, bleib mal da, wo du bist, dass wir jetzt Zuschauerliebe guckt. Da ist ein Baumhase. Ein Wieso Baumhase. Ist denn Melonenkern hier rein? Kann man die auch irgendwie zubereiten? Nur erstmal gucken. Ja, man kann auch mit Melonenkern erstmal machen. Siehst du mal, Melonenkernsuppe oder was? Ich weiß, die Frage kommt, wie spät sind die Bäume hier vorne naturgeschützt? Welche? Roshi? Was denn? Du musst Hase mal eine Frage beantworten. Die fragt nach Naturschutz da draußen bei den Bäumen, die du gepflanzt hast. Ja, die Bäume, die in unserem Baumgarten stehen, bleiben stehen. Das ist gehört, Hase. Sie sind naturgeschützt. Zu spät. Ja, ich weiß. Alter, Entschuldigung, ich musste mal kurz meine Hausschuhe ausziehen. Ich hatte nämlich heiße Füße. So. Ich bin aber auch ein heißer Typ. Ein heißer Typ mit heißen Füßen. Das war ein Scherz. Ich glaube, die Temperatur der Füße sagt nichts über die Heißheit aus. Das Wort Heißheit ist jetzt natürlich auch wieder cool.
Steinschwert ist auch schon fast wieder im Popo. Da habe ich nur dieses gammelige Steinschwert hier. Kann man das nicht irgendwie pressen und verschrotten? Du kannst es in Lava schmeißen. Ich schmeiße jetzt einfach vor die Tür. Wenn der Grosche jetzt rausgeht, dann sagt er, oh, der Kumpel war da. Jo. Jo. So, jetzt muss ich kurz denken. Denk. Was wollte ich? Achso, ich wollte mir ein zweites Eisenschwert machen. Denk aber dran, Raffi Dings da und was Eisen zu nehmen. Ich hab. Nein. Hab ich nicht dran gedacht. Du hast ganz normal Eisen hier noch. Ja, hab ich. Ich bin da noch nicht so geübt. Entschuldigung. Ich übe noch. Warte. Jetzt kommt's. Mhm. Nur redenden Menschen kann geholfen werden. Nee. Denk doch nicht darüber nach, dass ich das Eisen zweimal brennen muss, um mir das zu machen, was ich mir in Minecraft immer ohne es zweimal zu brennen gemacht habe. Jetzt ist es refined. Das steht da und das heißt jetzt. Das ist refined. Ja. Aber wieso ist der schon refined und wieso ist der. Hä? Was ändert sich denn an diesem Barren? Ja, das ist länger haltbar. Man sieht aber keinen Unterschied. Das ist die gleiche Nummer. Das ist länger haltbar. Oh. Wenn du das sagst, glaube ich dir das mal. Dann mache ich mir hier nochmal so eine extra lang haltbare Spitzhacke. Weil ich will ja. So, jetzt ist das hier, das hat das dabei und das hat. Es ist. Man sieht aber keinen Unterschied. Das ist nichts anderes. Ach, da. Die ist Nummer. Ah, das war schon refined, das Eisen. Ich schmelze es gerade ein drittes Mal. Okay. Komisch, aber gut. Huch. Noch als Snack schon unterwegs. Oh, dankeschön. So, jetzt haben wir hier das ganze Zeug. Und das beziehungsweise und wollte ich die Melonenkerne nicht ein. Hab ja noch hier. Und das war ein gehärtetes Eisenschwert, was ich gemacht habe. Super. Ich wusste nicht, dass ich gehärtetes Eisen habe, deshalb wusste ich das, konnte ich das nicht. Hallo? Sag ja, super. Danke. Hallo Höhle, da bin ich wieder, du Lump. Brüllt mich erstmal an. Schrei mich nicht an. Schrei mich nicht an, Höhle. Irgendwie bin ich verwirrt, ob das Abstieg ist. Da hinten habe ich irgendwo einen Schlipperglipper gesehen, aber ich weiß nicht wo. Ich finde das ja ein bisschen traurig. Was denn? Vorher, wenn Tag war, dann war es immer richtig schön hell hier in der Höhle. Und jetzt, seitdem mit dir updated wurde, ist es immer gleich doof. Mm. Ja. Armer Groschi. Muss ich mir ein fettes Glasdach machen. Armer Groschi. Ja, ist ein bisschen. Ja, ich glaub, das ist ja ein bisschen doof. Ja. Denkst. Aber dafür ist der Himmel wieder blau. Man muss allerdings bei jedem Start vom Spiel, was ich sehr unpraktisch finde, muss man den Shader danach nochmal händisch wieder wechseln, weil die 1.1.4 eben den Bug hat und die 1.1.5.2 oder so, ne? Irgendwie so, den Bug eben nicht hat und da muss man händisch wechseln, weil der nur die andere so akzeptiert, so aus dem Stegreif. Ja, Schleimi, zu dir will ich. Ich lass dich doch. Schleimi! Oh, er ist geplatzt. Schlafen! Geht nicht, Kumpel ist gerade abgehauen. Ich kann schlafen. Ich muss mich nur kurz. Hatte ich hier nicht eine Höhle? Ach, da ging's runter, ne? Das habe ich irgendwie so hier so gebaut. Beim letzten Mal und diesmal bräuchte ich mir noch ein bisschen weiter. Wir kommen gleich angerannt. Oh, ich muss erst die Schleimis töten, Entschuldigung. Hallo, Freunde! Tschüss. Liegt denn noch irgendwo Schleim? Mir war so. Ne? Tschüss. Sie bekommen ganz, ganz langsam wieder einen Plan von unserem Lager. Ja. Okay. Ja, das war jetzt aber auch echt doof mit den Computerproblemen, diesen Anhaltenden. Da kann man echt nicht anders sagen. Ja. Das hat auch Nerven gekostet. Das kann man sich kaum vorstellen, wie wir hier motivationstechnisch am Boden auch lagen. Weil das macht ja jede Kreativität und so kaputt, wenn man nicht weiß, ob das, was man macht, überhaupt irgendeinen Sinn macht. Das ist also echt schlimm. Da ist meine Schlafstelle. Ich habe sie gefunden. Dunkel. Ich habe Angst. So, Bett. Ja. Nee, ist kein Bett. Bett. Tschüss. Bin im Bett. Oh, ich habe das Mikro geschlagen. Es tut mir so leid. Ich werde das schneiden.
Er spielt mit dem Mikroboxsack. Ja, falsch Richtung. So, also jetzt ein Tag gebraucht, um alles schon mal wegzusortieren. Was ist das hier für ein Zeug? Gapro. Was ist Gapro? Ich finde Gapro irgendwie ganz cool. Ich nehme mal so ein bisschen Gapro mit. Wenn ich darf. Ich weiß noch nicht, ob man das für irgendwas gebrauchen kann. Aber ich finde, das hat so was Betonartiges, witzigerweise. Also kann man ein mittelalterliches Haus mit Sichtbeton bauen. Also ein mittelalterliches Haus im Stil des Brutalismus. Finde ich interessant, die Idee. Oh, ich habe was doppelt eingelagert, sehe ich gerade. Oha. Das gefällt mir ja nicht. Oh, da oben ist ein Name. Seht ihr den? Da? Groschi! Wir sehen den Groschi von hier. Also seinen Namen. Das ist ein dickes Ding. Jetzt sei doch nicht so selbstkritisch. Wenn du den Namen unter der Erde siehst, da muss er schon ganz schön aufdruckend sein. Das Vorkommen ist jedenfalls größer, was immer es ist und ob wir es jemals brauchen, weiß ich nicht, Gapro, aber ich finde den Namen noch toll. Hey, Gapro! Außerdem wüsste ich gerne mal das Niveau, auf dem ich bin. Also ich meine, ich weiß, dass ich auf einem tiefen Niveau bin, das bin ich auch, wenn ich oben bin, aber ja, so das Niveau, wo ich hier bin, aber ich drücke gerne nicht F3, weil ich mich da an die ungeschriebenen Let's Play-Regeln halte, dass man nicht cheatet. Das ist nicht cheaten. Doch, also vielleicht noch, um nach Hause zu finden, im Notfall, aber nicht, um die Höhe rauszukriegen. Ne? Hat sich irgendeiner beim letzten Mal beschwert, wo du mir geholfen hast mit Dingens? Nein, da habe ich dir aber auch geholfen, das ist was anderes. Da habe ich ja keinen eigenen Vorteil durchgehabt. Irgendwie schon. Ja, nicht direkt. Es ging darum, dir Arbeit zu ersparen, nicht jetzt, dass es schneller fertig wird. Ich hätte... ja, es ging also wirklich darum, es dir leichter zu machen. Es war eben nicht so ein sehr direkten Vorteil für mich. Also, was machst du denn hier für einen Kahlschlag? Warte, ich hab doch gerade stehen lassen. Boah. Sieht krass stehen lassen. Das sah so schön aus. Tja. Das sieht auch hübsch aus. Ja. Es ist halt jetzt so ein bisschen reduziert. Mal ganz ehrlich, ne? Eine Apfelplantage. Hä? Ja. Mit einem Apfelbaum. Aha. Sieht nicht hübsch aus, sieht traurig aus. Das ist ja, da reicht ja nicht mal mehr für eine Fallobstwiese. Wenn mit einem einzelnen Baum. Wenn wir aber von da unten nach oben ziehen wollen. Ja, es könnte mal jemand das Haus weiterbauen. Nein, Quatsch, war ein Scherz, das mache ich schon. Aber ich bin ja die ganze Zeit auch involviert. Es ist also wirklich in Life in the Woods ist eine Aufgabe zu überleben und Sachen zu bekommen im Verhältnis zu normalem Minecraft, ist das schon ein Unterschied. Das ist alles etwas aufwendiger, macht aber auch wirklich Spaß und es sieht halt so gut aus. So gut. Wie spielen? Epissimo, sage ich da nur. Epissimo, meine Freunde. Oh, da liegt meine Kohle auf dem Boden. Ich habe so viel, ich habe sie auf dem Boden liegen. So, die Frage ist jetzt, auf welchem Niveau sind Diamanten? Ich habe so den Verdacht, dass man vielleicht sogar noch ein Stückchen runter muss. Aua! Gesundheit! Danke. Weil ich immer noch die Vermutung habe, dass die Erze nicht so sind, wie sie normal in Minecraft sind. Von der Höhen und alles. Das ist schon richtig, aber ich glaube, die Diamanten sind normales Minecraft. Ich vermute es zumindest. Ich kann es dir auch nicht so genau sagen. Du hast recht, ich habe hier unten eine zweite Welt gefunden. Nein, war ein Scherz. Vielleicht ist das hier jetzt Diamantenniveau. Ich weiß es halt nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen einfach mal ein bisschen hier rumschnüffeln. Alter, sind die Bienen jetzt schnell. Was? Ja. Die Bienen sind schnell. Ja, die sind schnell. Hab die vorhin erst reingestopft. What? In den Kasten und jetzt sind sie schon wieder tot. Okay. Sind das schnell sterbende Bienen? Ja. Wow, das ist bedrohlich. Das ist extremst bedrohlich. Hörst du mal bitte kurz? Danke. So. Och nö.